Schlaf verstehen wir einen ausreichend langen Schlaf, der ausreichend lange Tiefschlaf- und Traumschlafanteile enthält. Denn Schlaf braucht der Körper, um Regenerationsvorgänge und Stoffwechselprozesse ungestört durchführen zu können. Für eine gute Schlafqualität empfiehlt sich eine ruhige, dunkle und nicht allzu warme Umgebung. Es sollten schlafstörende Faktoren wie Lärm, wie zum Beispiel durch ein Fernsehgerät ausgelöst oder auch das Handy, das durch Vibrationen in den Schlaf stören kann, weggelassen werden. Unter schlafbezogenen Atmungsstörungen oder Schlafapnoe verstehen wir in der Nacht wiederholt auftretende Störungen der Atmung. Das fängt an bei einer leichten Minderatmung und hört auf bei einer Atemstörung, einem Atemstopp oder einer Apnoe. Die Betroffenen merken selbst oft nicht, dass sie unter einer Schlafapnoe leiden. Die Symptome beginnen bei einem einfachen Schnarchen und enden bei einem Atemaussetzer im Schlaf, der oft nur vom Bettpartner bemerkt wird. Weitere Symptome können sein nächtliche Schweißausbrüche, häufiges nächtliches Wasserlassen, Aufschrecken aus dem Schlaf mit Erstickungsanfällen, Herzklopfen, Unruhezustände und ab und zu auch Erstickungsträume. Sollten solche Symptome auftreten, ist der Hausarzt die erste Anlaufstelle. Er wird eine ambulante Diagnostik veranlassen. Je nach Ergebnis dieser Diagnostik ist dann zur weiteren Differenzierung die Untersuchung bei uns im Schlaflabor erforderlich. Bei uns im Schlaflabor wird eine ausführliche Schlafanamnese erhoben. Es erfolgt eine Nachtuntersuchung mit Ableitung vieler Messparameter, wie zum Beispiel Schlafqualität mit EEG, Blutdruck, EKG, Muskelspannung. Es werden Bewegungsstörungen bei uns im Schlaflabor erkannt, wie zum Beispiel Schlafwandeln oder das Syndrom der unruhigen Beine. Wenn Schlafapnoe bei uns diagnostiziert wird, werden wir auch eine Einleitung der Therapie durchführen, die ebenfalls im Schlaflabor erfolgt. Bei Patienten mit deutlicher Tagesschläfrigkeit bieten wir auch Tagesdiagnostik, wie zum Beispiel die Messung der Reaktionszeiten am Computer an, was auch für die Teilnahme am Straßenverkehr sehr wichtig ist.